Willkommen beim Mercedes-Team Burbach. Heute will ich euch mal einen neuen Servo vorstellen. Und zwar soll der später mal in den Arme Outcast rein. Und problematisch bei Servos ist, wie ich immer finde, die sind richtig teuer, wenn man einen vernünftigen nimmt von Corralli beispielsweise. Also habe ich mich in China mal umgesehen und habe von JX Servo, ich nehme das jetzt einfach mal, spreche das mal aus wie Deutsch, diesen Servo hier gefunden. Der hat die Typenbezeichnung PDI HV5932 MG. Ich schaue den mal ein bisschen näher ran, damit wir uns die technischen Daten mal anschauen können. Also ist ein Cordless Motor, ist klar. Der hat zwischen 6 und 8,4 Volt und hat eine Reaktionszeit von 0,12 Sekunden bis 0,1 Sekunden. Und hat Stellkraft bei 6 Volt 25 und bei 8,432, deswegen heißt der, und Gewicht 59 Gramm, deswegen heißt der HV5932. Hat ein komplettes Metallgetriebe und hat gerade mal 20 Euro gekostet. Also ich finde, das ist sehr günstig. Wir gucken uns gleich mal die Daten an. Ist hier in so einem Kunststoff-Case, das ist aber hier schon beim Transport kaputt gegangen, aber das soll uns mal egal sein, weil das ist hier nur ein Case, brauche ich keinen Mensch mehr. Wir holen den mal raus und schauen uns den mal rein optisch an. So, an Zubehör haben wir das übliche Zubehör, was man bei jedem Servo hat, verschiedene Servohörner, Befestigungsschrauben, was man halt alles so braucht. Da werden wir aber wahrscheinlich nichts ändern. Und den eigentlichen Servo. Hier unten, das rote ist auch Metall, also Teilmetallgehäuse, Stahlgetriebe, Stecker, so wie wir ihn lieben und haben wollen. Und von oben ist nochmal die Typenbezeichnung drauf. HV5932 MG. So, zum Vergleich von den technischen Daten nehme ich euch jetzt gerade mal mit. Das ruckelt ein bisschen jetzt wie immer. Ihr kennt das ja. Wir machen das jetzt gerade mal hier online. So, das sind die Daten von dem normalen Standard-Servo, der im Arma drin ist. Der ist mir ehrlich gesagt viel zu schwach. Nicht unbedingt zu langsam, aber zu schwach. Der hat nur 15 Kilo an 6 Volt und hat eine Stellgeschwindigkeit von 0,16. Also wir merken uns 15 und 0,16. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Das ist der Servo, den wir bestellt haben. Der hat 0,12, also ist schon schneller und hat 25 Kilo an 6 Volt. Beziehungsweise 32 an 8,4. Ich bringe nochmal schnell zurück. Also das heißt, wir liegen deutlich drüber, 15 Kilo und 0,14 zu 25 Kilo und 0,12. Also er sollte leicht schneller sein, das ist mir wie gesagt beim Bashen egal. Und er sollte um einiges stärker sein, weil ganz ehrlich, das Problem beim Outcast ist, wenn er richtig schnell unterwegs ist, der gehorcht meinem Befehl nicht mehr so gut, weil der dagegen drückt. Ja, der ist definitiv zu schwach. Bei vielen Leuten geht er auch kaputt. Das hatte ich noch nicht. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das im Outcast so aussieht. Wir wollen aber jetzt einen direkten Vergleich machen. Sofort auch im Video hintereinander, damit man sieht, ob es wirklich was gebracht hat, zumindest so auf den ersten Blick. Also man merkt schon, wenn man den Outcast bewegt und er steht, ja, es geht ziemlich langsam und ziemlich behäbig. Manchmal meint man, der würde sich gar nicht bewegen. Wenn man vorne hochnimmt, geht es schon schneller. Aber man sieht halt, dem fehlt die Kraft. Ja. Es geht echt langsam. Und was mir aufgefallen ist, der Servo flext extrem. Ich hole euch mal eine andere Position. So, jetzt sind wir genau über dem Servo. Und jetzt guckt mal, wie der Servo sich bewegt, beziehungsweise wie der Halter hier drumherum sich bewegt. Also ihr seht, der flext extrem. Das kann meiner Meinung nach nicht gut und noch nicht gesund sein, ja. Da gibt es von POS, also Phase One Stefan, einen geänderten Servohalter, der da flexen und da drücken soll.
Stefan, wenn du mich hörst, wenn du mir einen gibst, baue ich ihn ein und stell euch die Ergebnisse ein, ob das was bringt. Okay, wir wechseln jetzt mal schnell den Servo. Also wie gesagt, ihr müsst nur die vier Schrauben hier lösen. Dann macht ihr hier das Servohorn ab, die Box auf, Stromversorgung und das war's auch schon. Okay, bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Servo getauscht. Noch als kurze Info. Ihr müsst unten von der Platte noch sechs Schrauben lösen, weil unter dem Regler ist nochmal so eine verschraubte Trägerplatte und darunter, also zwischen der Trägerplatte und dem Chassis, sind die Kabel von der Elektronik nochmal verlegt und auch festgemacht mit so einem Clip. Das heißt, ihr müsst die erst anheben und dann die Kabel unter diesem Clip herführen, hier quasi, dann kommt er hier raus, unten rum. Ich habe das, ob das hier dafür ist, weiß ich gar nicht, aber da habe ich das mal drum rum geführt, damit er nicht rumzammelt und wir keine Angst haben müssen, dass das hier an die Welle kommt. So, und dann da rein ist halt immer ein bisschen fummelig, aber ihr kennt das, wenn ihr das schon mal gemacht habt. So, dann müsst ihr das Auto anmachen, Funke anmachen, die Räder gerade stellen, der Servo. Geht automatisch in die Neutralposition dann und dann setzt ihr das Servohorn auf. So, das ist ja alles ordentlich, weil haben wir das vernünftig gemacht habt. Noch eine kurze Info zwischendurch. Hier diese Befestigung an der Seite, diese Gummipuffer und so, das habe ich von dem Original AMA übernommen, weil die bei dem neuen Servo dabei waren, die waren die Schrauben ein bisschen dünner und littiger. Erstens weiß ich nicht, ob das hält. Und zweitens gefiel mir das so besser. So, dann müsst ihr den Servo ordentlich festdrehen. Da passt auch die Schraube, die auch original dabei war. Die würde ich auch wieder nutzen. Und dann sollte wieder alles funktionieren. Also ihr seht wieder, das flext schon wieder extrem. Also da müssen wir auf alle Fälle mal nachbessern. Und dann wollen wir einfach mal gucken, wie sich so die Stellkraft verändert hat. Dafür wechseln wir nochmal die So, Position. dann machen wir aber den Test. Also erstmal wieder, wenn er steht, da war er relativ langsam beim letzten Servo. Da würde ich schon sagen, da merkt man schon, es ist stärker. Ich lege gleich im endgültigen Video mal noch das andere parallel dabei. Und wenn wir ihn hochheben, würde ich sagen, ist er auch schneller. Aber das sehen wir gleich. Nochmal ein bisschen was. Also ihr seht, wir sind noch nicht ganz in der Neutralposition. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber gut, das müssen wir halt noch einstellen, sonst müssen wir da nochmal ein Rad weitermachen. Ja, das war's schon vom neuen Servo. JX Servo.com. Wir werden ihn jetzt mal ein bisschen fahren, aber so rein von der Haptik her, vom Einbau und von dem Eindruck, den wir jetzt schon haben, würde ich sagen, war das ein sehr guter Einkauf. Gerade für den Preis werden wir wohl lang Spaß dran haben mit dem Servo, aber ich gebe euch weiter Infos dazu. Bis dann, euer RC-Team Burbach.